So, weiter geht's heute mit dem Duell. Grün, Rot, Weiß, Essen. Heute soll es unter anderem versuchen, nochmal eine Rückeaktion von Lovora zu bekommen, der ja quasi dann gewechselt ist jetzt zur. Und der Wechsel tut auch weh. Der tut auch richtig weh. Ich habe mich keine Alternative, so ein bisschen. Andorra möchte Steinlinger kaufen. Ja, probieren wir es. Nehmen wir ihn mit. Den Wechsel ziehen wir. Und dann versuche ich, dass ich vielleicht nochmal einen Anlauf nehmen kann. Dann kriege ich da eine Möglichkeit, 2 Jahre vielleicht. Ich will ihn gerne zurückhaben. Das tut weh. Der Wechsel tut richtig weh. Er kann nicht wechseln. Eine Freigabesumme von knapp 5 Millionen. Oder soll ich nochmal versuchen, nochmal einen Scout raus, einen Scout? Wahrscheinlich wäre wahrscheinlich die Variante. Warte mal, ich gucke gerade, ob ich die Möglichkeit habe. Fraktionsstab hier. Scout will ich lesen. Ich habe keine Möglichkeit. Ich habe mal nicht gerade, ne? Der ist weiter in Brasilien aktiv. Scout verfügbar. Scout-Netzwerk aufbauen. Das ist das Problem, die nennen sich alle nicht jetzt so die Top. Asien, Japan vielleicht noch mal was rauszuschicken, technisch begabt vielleicht. Das hat jetzt nicht die mega tollen Scouts. Ah, sieht aber nicht so aus, als hätte da jetzt irgendwie eine Alternative. Nee. Nichts, was mir jetzt wirklich, wo ich sagen muss, aber das muss ich jetzt unbedingt. Aber du könntest halt, wie gesagt, das zu ändern. Potenzial, es ist halt kein Potenzial da, wo ich sage, ja, das ist toll. Ach doch, da hinten, das war so ein Potenzial, Gesamtstrecke. Fällt mir gerade auf. 69 bis 89. So der. Das wäre vielleicht eine Alternative, was ich sagen könnte, aber auch könnte man versuchen. Mittelfeldspieler. Ich bräuchte einen Stürmer. Flügelspieler, ja, gut. Und Knipser halt da vorne drin, das ist es halt irgendwo. Gucken wir mal, was hier noch für Frankreich draußen ist. Ja. Oh, 71 bis 79. Ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes leider dabei, das ist gerade das Problem. Abbrechen, nein. Ja, müssen wir es halt so irgendwie versuchen zu richten. Jetzt heute das Duell mit Rot-Weiß Wissen. Und dann kommen Wiesbaden und der FC Saarbrücken. Ich gehe ohne Pressekonferenz rein ins Match. Auf geht's. Und hoffentlich ein bisschen. Ja, hoffentlich ein bisschen beruhigender als im letzten Spiel. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. Ja. Auswärts Essen. So ein Spiel war ja ein Heimspiel, das war mal unentschieden nur gespielt. Heute Essen als Auswärtsspiel, da wollen wir natürlich hoffen, dass wir noch mal ein bisschen was mitnehmen können. Ja, die Chance haben mitzunehmen. So,
Gut, gehen wir rein ins Match. Und jetzt starten wir in Auftakt, die erste Hälfte. Rückrunde. Spieltag Nummer 20 jetzt gerade schon mittlerweile. Sterner, ja, da. Nee, ich will ja Ulrich kaufen. Gerne. Geld hätte ich, glaube ich, jetzt mittlerweile genug. Auf den ist einfach Verlass. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Stürmer. Also zumindest einen schönen Stürmer. So tatsächlich da. Neuberger! Jetzt ein Schuss! Und den Ball hält er problemlos. Ist das der Sohn von Richard Kunz? Also eine blöde Frage jetzt, oder ist das der Zufall vom Namen her? Für die Leute vielleicht für eine Freiburg-Karriere vielleicht gar nicht so uninteressant. Jetzt ein Spieler da. Die Gäste sind bislang die große Überraschung dieser Saison. Ja, sie haben sich wirklich oben festgesetzt. Ja, aber sieht bislang gar nicht danach aus, als käme irgendwann mal eine Schwächephase. Weigel. Wiegel, Entschuldigung. Heißt er. Ja, schön dazwischen gegangen. Gutes Tackling. Das darf nicht passieren. Ja, ist immer wieder die Rufe der Fans. Was für eine Chance. Macht das ganz sicher. Oh, gehalten, Das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten. Das war eine. Das soll die Zukunft werden von unserer Truppe. Auf jeden Fall bei, von Bayreuth. Hier. Meier. Der Herr Horn. Meier. So, was machen Sie draus? Ist jetzt ein bisschen alles Problem, dass er jetzt zugestellt wird dort. Jetzt gut laufen. Aber. Toller Zweiger. Leppert, sehr gut dazwischen gegangen. Er zieht einfach vorbei. Eckloss! Und das Gott, ist das Sicherheit, die ihn auszeichnet. Ich glaube, das Hinspiel haben wir, glaube ich, 4-1 oder 4-0 oder so. Ecke kommt's. Machen wir, sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Auf Natalia. Ihn sollten wir heute besonders achten. Er ist ja im Moment ein Tore-Garant in der Liga. Das ist überragend. Der trifft, wie er will. Und die Frage ist, Schiri. Ob ihn einer auch... Ja, er was soll ich sagen? Freistoß. Ja. Das ist eine gute Position. Recht, Freistoß, der kommt. Gut platzierte Mauer, Ball abgeblockt. Aber es gibt Ecke. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Es war jetzt die weite Flanke. Nein, keine gute Befreiung hier. Eckloff, der hat ein bisschen Luft. Schiri. Er holt den Ball. Das sieht nicht gut aus, könnte gelb faul geben. Tadat. Gelb für Lauren Ulrich. Der ja auch nur noch auf der Leihliste sitzt. Also wenn wir wirklich aufsteigen sollten. Gut, wir haben dann natürlich ein bisschen mehr Budget dafür Verfügung. Ja. Da sind Mitspieler frei. Ja. Ach Mann. Gute Aktion. Jetzt gerade ein bisschen zerfahren. Also wie gesagt, scheinbar wirklich dieser Schock mit der Rückholaktion von der RB da zu viel Unruhe reingebracht in diese Mannschaft. Also so ein bisschen. Da lassen sie den Ball gut laufen. Achtung, so ein Ding haben wir gegen Aue kassiert. Es wird nichts draus, sie verlieren den Ball. Ja, schön gemacht jetzt. Meier. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Komm nicht vorbei. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Gefahr bereinigt. So, zweite Halbzeit gleich. Beziehungsweise Halbzeit gleich rum. 0-0 immer noch. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Das wird Freistoß für Essen geben im Handspiel. Freistoß. Spiel lief zunächst weiter, aber jetzt doch abgepfiffen. Ball in den 16er. Ein guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Gute Aktion, gut geklärt. Wieder noch Ecke. Eine weitere Ecke. Die Fans hat man da am Tor fast stehen.
Mach die Lücke dazu. Da konnten sie nicht Steiner. Sterne. Andres. Das könnte vielleicht was werden. Nächste Ecke, nochmal die Reihenfolge. Aber es gibt jetzt keinen Angriff für Bayreuth mehr. Es ist hoffentlich eine Ecke. Man muss jetzt irgendwie gucken, dass man dieses in die Halbzeit kommt. Diesem 0:0 in die Halbzeit kommt. Und damit haben wir das erste. Und das hat sich schon erledigt. Nur noch eins zu essen. Exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Zu denkbar und jetzt Zeitpunkt. Diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es irgendwie in der zweiten Halbzeit geregelt kriegen. Wie auch immer. So, Doppelwechsel wird es mal geben. So, weiter geht's. Wir gehen rein durch. Mal gucken, ob es irgendwie was bringt. Ich brauche eher einen Konterstürmer gerade so ein bisschen. Steininger. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Das muss der Ausgleich sein. 1-1. Ausgleich. Drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht anzulangen. Vielleicht brauchen wir noch keinen neuen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. So, zumindest mal den Schock aus der ersten Halbzeit ein bisschen verdaut und jetzt gerade nach, zumindest direkt mit Beginn der zweiten Halbzeit auch das Ausgleichstor kassiert, gemacht. Hämmerich. Sie haben durchaus Platz auch draußen. Guter Zweikampf. Ja, war ich zu viel. Zieht einfach mal ab. Ja, aber klar auch nicht. Mal probieren. Na, gutes Segling hier. Es gibt einen Transfer bei Man United zu vermelden und das ist, wie man hört, natürlich ein absoluter Wunschtransfer. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. Man kann es ja versuchen. Gut dazwischen gegangen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und wieder dazwischen gegangen. Ballbesitz ist weg. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Jetzt in der Anspielstation. Komm nicht vorbei, komm nicht durch. Gerade so ein bisschen. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Schade. Da gewinnt er den Zweikampf. Ha, Mann! Stark verteidigt. Vielleicht. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Komm, ich komm nicht vorbei. Sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Guter Zweikampf. Jawohl. Sie bieten sich an. Steiniger, gut das Ding. Vielleicht jetzt die Chance. Nein. Jetzt die Möglichkeit. Jetzt vielleicht.
gereicht. Tolle Parade, Bushid, den muss er erstmal halten. Ja, vor allem kurz vor Spielende. Die Chance zur Führung und er bewahrt die Nerven. Kriegst du momentan es nicht. Gibt einen Wechsel. Versucht per Volley. Nein! Der Torhüter auf. Der Kiepert. Der Keeper hat es verhindert. Wiederholt, zum wiederholten Mal. Frühe Stören jetzt. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stören. Nein, Mann! Zur Führung, aber der Torhüter sagt, nicht mit mir. Macht da einfach zu. Super Szene. Sie das ist nicht das erste Mal. Vor. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Also das 2-1 wäre jetzt mehr als verhindert. Mehr als verdient. Entschuldigung. Natürlich. Niemeyer. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Da ist die Chance. Guter Block, aber sie müssen. Tor, und das ist doch nicht wahr. Riesenjubel auf der einen Seite, Niedergeschlagenheit auf der anderen. Was für ein Tor. Ey, du hast die Chance selber, machst das Ding zu drehen. Und jetzt hauen sie dir das zweite hinterher. So, nochmal der Blick auf dieses Tor. Flach kommt die Flanke. Mal gut gekonnt, halt nur noch in die Stapel. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Ach, lass doch Spiel aber laufen, Schiri. Wir haben diese Partie also verloren. Ja, diesen späten Gegentreffer, den konnten sie nicht mehr wettmachen und deshalb haben Krise. Sie verloren. Krise zu Beginn der Rückrunde. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Oh Mann, ey. Er zieht einfach vorbei. Ja, ich habe die Krise, muss ich sagen. Ganz einfach. Es ist. Es läuft gerade nicht so. Der Wechsel tut richtig weh. Wie gesagt, da seitdem bin ich raus, komplett aus der Nummer. Aber mal gucken. Wir sind ja noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Vorsprung. Aber 5 Punkte zu verlieren am Anfang. Beide gewinnen die beste Mannschaft. Tut weh. Die Chancenverwertung, ganz einfach. Wir hätten das Ding verdient gewinnen müssen. Das war's auch schon. Vielen Dank. Ja, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie weiter reinkommen. Gucken auf die Tabelle gerade mal noch schnell. Es sind noch 4 Punkte auf Dings. Nächster Gegner ist wie in Wiesbaden und das nehmen wir uns dann morgen an. Oder warte mal, gucken, ob wir was mit Thema Transfers noch machen können, weil irgendwo sind noch einige Nachrichten reingekommen. Ja, Stärken der Marke. Was war denn jetzt? Achso, ich muss auch noch einen älteren Spieler verpflichten. Ja, gut, okay. Ach, Ulrich ist sogar noch gesperrt, deswegen. Oh Gott, ernsthaft, ey. Ulrich ist sogar noch gesperrt, deswegen. Ich muss also noch gucken, dass ich definitiv noch ein. Den Knipser verpflichte. Ich, wie gesagt, ich habe also gerade im Moment nicht, was ich machen soll. Ich habe da jetzt gerade so ein bisschen meine Probleme. CNA mal reinsetzen. Der doch vielleicht versuchen, mal ein bisschen Routine da reinzukriegen.
könnte es denn werden? Ey? Das ist das Problem. Ich habe keinen Stürmer. Das ist, also Meier, klar, der trifft das wie gesagt auch zu zwei Spielen nicht. So. Die Frage, kann ich dich nochmal suchen? Oder darf ich das nicht? Darf ich immer noch nicht. Gut. Naja, nächstes Spiel dann gegen Wiesbaden. Da hoffe ich, dass ich wieder so ein bisschen in die Erfolgsspur reinkomme. Ob ich das schaffe. Was? Schauen wir uns dann nächste Folge an.